Das Wort zu einer Kurzintervention hat der Kollege Gottschalk. Ja, sehr verehrter Kollege Binding von der SPD, würden Sie uns zum einen zugestehen, und die verfassungsrechtliche Wirklichkeit hat das ja gezeigt, dass kaum mehr Verfassungsrecht gebrochen worden ist durch Regierungsbeschlüsse seit CDU, CSU und Großer Koalition in den letzten Jahren. Das können Sie, glaube ich, am Bundesverfassungsgericht, und wie viele Ihrer Dinge dort kassiert sind. Jetzt ist ja auch Frau Wanka auch kassiert worden mit ihren Äußerungen. Also ich glaube, da wären wir vorsichtig. Wenn kluge Menschen hier begründen, dass sie Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit dieser Erhebung haben, dann ist das ihr gutes Recht. Dafür gibt es hier sogar Organklagen und andere Klagen im Voraus, wenn man nämlich befürchtet, dass die Verfassung und wir haben berechtigte Zweifel, und wenn das Verfassungsgericht vielleicht nicht zuwartet, bis dann 20, würden Sie nicht immer dazwischen sprechen? Tue ich bei Ihnen auch nicht. So, das Zweite, das zeigt eigentlich, dass Sie sich komplett von der Wirtschaftspolitik von Helmut Schmidt oder überhaupt irgendwelchen volkswirtschaftlichen Grundsätzen verabschiedet haben, sehr verehrter Kollege Binding. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Oder wenn man sagt, in einer konjunkturellen schlechten Phase, dann muss der Staat tatsächlich in die Verschuldung gehen. Dann muss er entsprechend investieren, um Schärfen abzumildern. Aber die Staatsverschuldung haben wir doch gerade wegen Ihrer sozialistischen Finanzierungspolitik. In der Not wird investiert. Und wenn dann, wie jetzt, eine sprudelnde Steuereinnahmensituation ist, selbst dann sind Sie nicht in der Lage und willens, hier Einsparungen zu Lasten oder zugunsten aller Menschen hier in Deutschland vorzunehmen. Und wenn Ihnen die 90%, die dann entlastet werden, es nicht wert sind, ich glaube, das demaskiert ist. Und wenn Sie heute mit über 33.000 Euro als Durchschnittsverdiener, dem 1,3-fachen davon, also rund 43.000 Euro, durch Ihre Politik zu den Spitzenverdienern gehören, dann dürfen Sie sich eben nicht wundern, wenn Sie mittlerweile bei 15% und irgendwann bei 10% stehen. Denn Sie haben den Bezug zur Wirklichkeit verloren, verehrte Kollegen. So, danke schön. Dann gebe ich das Wort, will er gar nicht mehr. Vielen herzlichen Dank. Lothar Binding.